Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video. Wir sind im Prinzip, kann man echt so sagen, in der Endjahresrallye. 2022 ist schnell fliegend an uns vorbeigeschossen und wir 2023 begrüßen uns da vorne schon. Ich kann schon hinwinken. Und es, ihr müsst wissen, es ist traditionell bei Tesla eigentlich immer üblich, dass es ein sogenanntes Holiday Update gibt. Letztes Jahr war das zum Beispiel die komplett neue Oberfläche, die neuen Schaltpedals, nicht Schaltpedals, sondern Schaltflächen und so weiter. Davor hatten wir zum Beispiel auch mal die Boombox. Das war so ein Feature, wo man im Prinzip Musik über den Außenlautsprecher abspielen konnte. Und ich wünsche mir sehr, dass es dieses Jahr auch wieder ein Holiday-Update gibt. So, und ich habe mir gedacht, ey Leute, ich lese manchmal, dass der eine das gerne hätte, der andere wünscht sich das Feature und sowas. Und ich habe mir gesagt, ey, ich trage das einfach mal komplett aus der Community zusammen, was eure Wünsche wären für ein sinnvolles, vollendetes Holiday-Update. Das sind einige Punkte geworden, das muss ich echt so sagen. Ist nicht schlimm, Verbesserungspotenzial gibt es immer bei Tesla, das wisst ihr selber. Aber ich habe sie jetzt mal zusammengetragen und wir werden nach dem Intro mal im Detail darüber sprechen, was euch da draußen wichtig ist. So Leute, wir haben angenehme 6 Grad, herbstlicher Tag, aber ihr wisst, wie es ist, kurze Hose ist einfach Pflicht. Ich bleibe auch direkt mal draußen, wir fangen mit dem allerersten Punkt an. Und zwar, ich blicke mal in die Richtung Scheinwerfer. Ich habe damals ein Video gedreht, wo die ersten rauskamen, die dieses Linsenmodell haben. Wir können ja mal reingucken. Und zwar diese Linse, sieht man das? Diese Linse, wo das rauskam, da habe ich einen Terror erzeugt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, weil ich gesagt habe, die haben zwar eine Matrix-Funktion, aber A ist die Software noch nicht freischalten und B sind die Pixelanzahl eigentlich für ein Matrixlicht vergleichbar mit Mercedes oder sonst was nicht ausreichend. Das könnt ihr euch nachlesen, ich lüge da nicht. Was viele von euch sich einfach wünschen, ist die Freischaltung der Matrix-Funktion. Das bedeutet, was ist das? Ganz einfach, VW, ID3 und sowas, die haben das alle. Ihr fahrt auf den Gegenstand zu, der zum Beispiel an der Seite ist, der wird komplett ausgeleuchtet, aber drumherum geht das Licht weiter. Ist eine schöne Funktion, weil man fast dauerhaft mit Fernlicht fahren kann. Diese Funktion ist aktuell bei Tesla noch nicht freischalten, obwohl in USA seit diesem Jahr auch das Reglement ist, dass man im Prinzip auch ja, Matrix-Licht nutzen darf. Aber leider haben wir die Funktion noch nicht. Wenn man sich das mal anguckt, die Linse ist hier drüben, wird aktuell vorwiegend genutzt, um zum Beispiel ja, den Großbritannienmarkt, wo links Sitzer und Rechtssitzer unterschiedlich ist, dass man da die Lichter einstellen kann. In der Produktion Vorteil von Tesla, aber das Matrixlicht ist leider noch nicht verfügbar. So Leute, ich mache das immer ein bisschen im Wechsel, dass wir mal rausgehen, mal reingehen. Dann zeige ich euch nämlich jetzt, was hier drinne schön wäre, wenn man das verfügbar hat. Wir sind jetzt hier im Bildschirm und da ist es einfach so, wir haben dann hier das Ausklappmenü und können dann im Prinzip hier die Auswahlfelder anklicken. Jetzt ist es allerdings so, ihr seht, Spotify ist mein Media Player, wo ich die ganze Musik mir reinziehe, die ich jetzt hier bei während der Fahrt habe. Allerdings, ihr seht es auch, da ist nur Spotify. Da ist zwar hier Karaoke und sowas, aber was fehlt? Ganz einfach, YouTube Music. Wie viele von euch da draußen haben YouTube Music? Apple Music. Apple Music, muss ich aber fairerweise sagen, kommt jetzt im nächsten Update, das steht schon fest. Aber diese ganzen Audible zum Beispiel, wie viele Leute von euch da draußen hören Hörbücher von Amazon und so weiter? Diese Tools gibt es einfach nicht hier und wäre cool, wenn man das nachpflegen kann. Man kann sogar so weit gehen, dass man sagt, okay, wenn man jetzt hier zum Beispiel Kinomodus hat, ja, da haben wir Netflix drin, YouTube und Disney drin. Aber es gibt ja noch andere, wie zum Beispiel The Zone oder was weiß ich, die können wir auch hier alle reinpacken. Also ich denke, in Zukunft wird das passieren, aber zum aktuellen Stand ist es nicht verfügbar und das wäre einfach cool, wenn Tesla das erweitern würde, muss man echt so sagen. Aber was ich jetzt positiv erwähnen muss, ihr kennt alle den Fernlichtassistenten, war und der, muss ich echt sagen, funktioniert seit der 2022-40 wirklich sensationell. Also ich bin wirklich zufrieden. Der leuchtet direkt aus, Zucker, wenn jemand auf meiner Höhe ist und mich überholen will. Sieht im Prinzip der Wagen das und macht schon das Fernlicht weg. Und das finde ich ist eine coole Funktion. Da ist Tesla auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Hoffentlich wird es nicht mit einem anderen Update wieder zunichte gemacht. Das passiert leider, das kennt ihr von Microsoft und Apple auch, manchmal ist das so. Aber da haben sie jetzt mit der 2022.40 einen richtigen Volltreffer gelandet. Persönlich fände es auch einfach cool, wenn ich jetzt unterwegs bin und schon im Bett liege und mir denke, okay, wo könnte ich denn mal anhalten zum Laden oder ja, was schaue ich mir einfach mal an, dass ich in der App schon sehe, wo sind die Supercharger, wie eine virtuelle Karte haben, die wir auch auf der Website haben von Tesla, dass wir die auch in der App integrieren und dass ich dann auch sehe, wie teuer die Preise sind.
sodass ich im Prinzip ja trotzdem flexibel bin und nicht nur hier gucken kann, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Route aussuche, dass ich hier das nur sehe, wie zum Beispiel die Auslastung ist und die Preise. Das hätte ich gerne auch einfach in der App. Man braucht das nicht zwingend bei Tesla, aber es ist einfach ein cooles Feature. So, ich habe mich jetzt extra mal hier in den Dreck gestellt, damit ich euch was zeigen kann. Und zwar, wir haben hier den Ladeport. Es gibt, das weiß ich, dass VW zum Beispiel dran ist, bidirektionales Laden. Ganz wichtiger Punkt. Warum? Ganz einfach, wir haben ein Haus zu Hause, wir haben eine Photovoltaik auf dem Dach und können den Strom ja hier einspeisen, ganz normal, über eine Wallbox. Aber wir können den Strom nicht in die andere Richtung bringen, zum Beispiel für nachts, wenn wir mal eine Waschmaschine anhaben oder Licht brennt und sowas. Das heißt, wir sind da ein bisschen limitiert. Es wäre cool, wenn wir rein und raus können. Ihr wisst, wie es ist. Das wäre ein tolles Feature, weil wir würden diese 80 Kilowattstunden, die ich jetzt zum Beispiel hier im Model Y drin habe, mal effektiv nutzen und zum Beispiel auch einfach puffern, wenn nachts mal keine Sonne scheint und wir trotzdem den Kreislauf nutzen wollen. Das wäre ein cooles Feature, bidirektionales Laden. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob Tesla diese Einheit verbaut hat, das Bauteil dafür. Elon ist kein Freund davon, das kann ich jetzt schon sagen. Aber ich weiß, dass er da sich schon geändert hat und auch jetzt offen ist in der Hinsicht. Aber klar, man könnte auch sagen, Tesla Energy will ihre Heimspeicher verkaufen. Das Geschäft läuft ja richtig gut. Von daher müssen wir abwarten, was da passiert. Wäre ein cooles Feature, wenn die Hardware verbaut ist, freischalten werden würde. Kommen wir jetzt mal zu den Kameras. Viele von euch wünschen sich einen 360-Grad Bird View, nennt man das, heißt Vogelperspektive. Wie ich es hier im Prinzip auch in der App machen kann, dass ich von oben schauen kann, das wünschen sich die Leute hier in Funktion mit den Kameras. Das heißt, die vordere Kamera, die hier oben verbaut ist, dann im Prinzip auch die Seitenkameras, die AP-Kameras, sodass die alle zusammenspielen und wir dann hier ein 360-Grad-Bild haben. Aktuell ist das nicht der Fall. Ich muss aber fairerweise sagen, ich könnte mir schwer vorstellen, wenn jetzt Tesla Vision kommt und finalisiert wird, dass wir dann das sowas hier über die App sehen. Aber da müssen wir halt abwarten, was da jetzt rauskommt. Das gibt es aktuell nicht, das Feature ist einfach so. Und wenn wir gerade über diese Vogelperspektive sprechen, die wir in der Kamera dann sehen, dann geht es natürlich auch um diese kleinen Dinger hier. Das sind im Prinzip ja die Ultraschallsensoren. Ich habe sie noch drin, die neuen Fahrzeuge. Die produziert werden ab 1. Oktober, haben sie nicht mehr drin. Und was uns faktisch fehlt, ist die Software dazu. Die besteht noch nicht. Das bedeutet, Tesla Vision ist noch nicht Realität. Das muss dieses Jahr kommen. Das muss dieses Jahr kommen. Ich denke auch, dass es kommen wird. Wir drücken mal alle Daumen, dass auch gerade die, die jetzt keine Ultraschallsensoren mehr haben, da auch eine Lösung geboten bekommen. Sonst ist es einfach dem Kunden gegenüber nicht ganz cool. Aber ich bin sehr gespannt und hoffe, dass die Software bald spätestens im Holiday Update verfügbar ist. Das nächste Feature, Leute, ist einfach, das wäre einfach toll. Und zwar, ihr seid auf der Straße, fahrt ganz normal auf der Autobahn zum Beispiel und ihr seht einen anderen Tesla, ihr grüßt, wie es sich hier hört, und dann seht ihr in der App das Fahrzeug anders als wie die ganz normalen Fahrzeuge. Ich weiß nicht, ob er dann abgebildet werden soll als ein Tesla oder so, aber es wäre einfach geil, so Community-mäßig, dass ich da sehe, oh, hier ein Tesla, yo! Viele aus meiner Community bemängeln auch die Schildererkennung. Wenn wir jetzt aber hier mal hier schauen, ich habe jetzt das Karten-Update geladen, 2022.40, ihr seht es hier auch. Und da muss ich echt sagen, werden viele Verkehrszeichen erkannt. Ich weiß, es muss nicht heißen, dass die über die Kamera erkannt werden, aber sie sind auf jeden Fall jetzt vernünftig hinterlegt. Das ist meine Erfahrung, ihr könnt gerne mal reinschreiben, was ihr denkt. Das, was ich jetzt hier erfahren habe, die paar Meter, die ich gefahren bin, super. So Leute, kleiner Perspektivenwechsel und zwar für alle, die immer mal zwischen verschiedenen Ländern hin und her fahren. Das bedeutet, wenn ich zu Chris fahre zum Folieren in die Schweiz, überquere ich ja Landesgrenzen. Und bei Landesgrenzen habe ich immer das Problem, dass die LTE-Funktion ewig lange braucht, um sich wieder zu finden. Ich weiß nicht, ob ihr das Phänomen kennt oder ob es nur mir so geht. Mich nervt das manchmal echt. Und zwar, wenn ich jetzt in ein anderes Land fahre oder jetzt nach Frankreich rüber oder sowas, es braucht ewig, die wieder verbindet und dann die Karten wieder ladet und die Navigation wieder funktioniert. Kann man vielleicht auch verbessern. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, woran das liegt. Ob das am Telefonanbieter liegt oder so. Aber das wäre ein cooles Feature, wenn das flüssiger gehe und schneller. So Leute, jetzt meine ehrliche Frage. Gefällt euch der Kanal hier? Gefällt euch E-Fever, wie ich hier bin mit meiner hektischen Art, meiner ruppigen Art? Manchen gefällt es, manchen nicht. Ich weiß, Leute. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr E-Fever Mitglied werden könnt. Und zwar, das ist jetzt kein Bett-in oder sowas. Ihr könnt mit wirklich kleinen Beträgen, Centbeträgen, Mitglied in der Community hier werden und mich damit unterstützen. Ich kaufe davon neues Kamera-Equipment, jetzt hier ein neues Handy, womit ich dann filme, neue Route, Mikrofone und so weiter. Wenn ihr da Lust drauf habt, mich zu supporten, auf dem Weg, wo wir zusammen die Elektromobilität voranbringen,
macht gerne mit. Ich verlinke euch das gerade mal hier und würde mich echt vom Herzen freuen. Ihr wisst, wie ich bin und jeder Support hilft ungemein. Das letzte Feature, was ich euch jetzt noch nahebringen will, ist im Prinzip ja eigentlich gar kein neues Feature, was kommen wird, sondern es gab es schon früher. Die, die neu sind, die wissen das nicht. Ihr habt den Autopiloten drin, standardmäßig bei Tesla. Der ging früher mal bis 150. Jetzt haben sie den reduziert auf 140. Liegt einfach daran, dass keine Radareinheit mehr, verbaut wird. Und das Ding ist, wir brauchen die 150 wieder. Wäre geil einfach, oder Leute? Was sagt ihr da draußen? Schön mit dem Autopilot 150 lang hin, linke Spur. Sagt mir gern, was ihr dazu denkt. Und ich will generell an euch appellieren, wenn ihr noch Wünsche habt oder euch was einfällt, was Tesla implementieren könnte, nicht jetzt hardwaremäßig, also nicht äußerlich, sondern wirklich softwaremäßig, dann sagt mir das gerne. Schreibt es unten in die Kommentare. Ich weiß, Tesla guckt manchmal die Videos hier. Elon vielleicht nicht direkt, aber der hat seine Leute, die das rausfinden, wie die Community denkt. Das beste Beispiel war ja einfach zum Beispiel, wir hatten, wissen auch die wenigsten vielleicht, die noch nicht von Anfang an dabei sind, Klavierlack in den Seitentüren. Oh, was ist denn da drüben los hier? Die gehen richtig ab, diese Vögel. Hier hatten wir Klavierlack drin. Tesla hat das abgeändert und es ist jetzt im Prinzip ja so mattfarben. Das haben viele bemängelt. Bei VW schaut da rein, da ist immer noch Klavierlack drin. Bei vielen Herstellern ist noch Klavierlack drin. Tesla ändert es einfach ab, weil sie sehen, okay, die Community will das auch haben. Und das ist einfach so Epicness, finde ich. Das ist eine Firma, die auch die Community hört und so muss das einfach sein. Ich weiß, da ist nicht alles perfekt bei Tesla, aber ich liebe diese Firma. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, ein anderes Fahrzeug zu fahren. Und ich bin sehr gespannt, was das Holiday-Update bringt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit da draußen. Ich werde noch einen Elektromoped testen. Ich werde auch euch noch ein Video präsentieren, wo ich sage, warum das Projekt noch nicht fertig ist. Ihr wisst, normalerweise brauche ich einen Monat und es steht immer noch da, als wie vor 3 Monaten. Das steht einfach, es gibt ein paar Probleme, die ich euch mitteilen muss. Seid gespannt, das Projekt ist vielleicht gescheitert sogar, aber das sprechen wir in einem separaten Video zu. Halt die Ohren steif, macht's gut, ciao.